Ich möchte Sie heute im Namen des Lembachhauses und des Goethe-Instituts wieder ganz herzlich begrüßen zur vierten Veranstaltung unserer Vortragsreihe Was macht das Medium Kunst im Zeitalter des Digitalen? Und ich freue mich sehr, dass falscher Satz anfangen, dass Jörg Sasse hier ist, um mit uns über das Thema Fotografie zu sprechen. Der Künstler Jörg Sasse, ich scheue mich etwas, ihn als Fotografen zu bezeichnen, spricht mit Matthias Mühling, Kurator am Lembachhaus für Kunst nach 1945 und internationale Gegenwartskunst, über Fotografie. Trotzdem, Sie werden dann noch sehen, ist es schwierig, das Thema jetzt auf dieses eine Medium irgendwie festzulegen. Sie können dann gerne auch noch mitdiskutieren, wie man Jörg Sasse zum Schluss dann bezeichnen kann oder darf oder wie auch immer. In unserer Vortragsreihe zum Thema Medienspezifik ist eine zentrale Frage die Wahl des Mediums durch den Künstler, und in einem Interview im Jahr 2005 sagte Jörg Sasse, ich zitiere, ich benutze Fotografie als bilderzeugendes Mittel, als ein mögliches Medium in der Kunst, mit dem ich meine Fragestellungen am besten nachgehen kann. Und er ergänzte, dass natürlich dazu zur Fotografie der Computer dazukommt und dass wohl schon für die nächste Generation der Computer untrennbar mit dem Begriff Fotografie verbunden sein könnte. Jörg Sasse studierte an der Kunstakademie Düsseldorf in der berühmten Fotografieklasse von Bernd und Hilla Becher und hatte dort auch einen Lehrauftrag inne und war dann ab 2003 auch für 5 Jahre Professor für Dokumentarfotografie an der Universität Duisburg-Essen. Trotz seiner Ausbildung und Lehrtätigkeit im Bereich Fotografie ist Jörg Sasse jedoch im traditionellen Sinne kein Fotograf, würde ich jetzt mal sagen, aber wie gesagt, darüber können wir uns gerne dann auch noch streiten. Er arbeitet mit Fotografien, gefunden aus verschiedensten Quellen, viele Amateurfotografien darunter und natürlich auch eigene Fotos, und hat in diesem Zusammenhang mit den eigenen Fotos auch mal den sehr sympathischen Begriff Knipsarchiv fallen gelassen. Die Fotografien sind also Ausgangspunkt und Vorlagen für neue Bilder. Dafür verändert er sie am Computer, und zwar, glaube ich, schon seit 1990, was wirklich schon unglaublich früh war. Dabei entstehen Bilder, deren Ursprung oft nicht mehr erkennbar ist. Eine Ausstellung, Jörg Sasse im Kunstverein Hannover im Jahr 2006, hieß Tableaus und Skizzen, und ich denke, diese beiden Begriffe Tableau und Skizze ist auch ein ganz deutlicher Hinweis darauf, dass man im Zusammenhang mit seinen Bildern quasi nach neuen Begriffen für die Definition, für die Bezeichnung suchen muss, also eben andere Begriffe als den Begriff Fotografie. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Vielen Dank, dass Sie da sind. Vielen Dank, Matthias, dass du das Gespräch moderierst, leitest und so weiter. Hast du einen Stift für mich? Ja, herzlich willkommen. Und vielleicht ganz kurz zum Ablauf, was es heute Abend gibt. Jörg Sasse wird erstmal über sein eigenes Werk sprechen, damit wir einen Einstieg haben, worüber wir uns im Weiteren unterhalten können. Und natürlich wollen wir relativ schnell dann auch die Diskussion mit Ihnen eröffnen. Und das Allerschönste kommt zum Schluss. Es gibt einen Büchertisch rechts hinten, also von mir aus rechts, von Ihnen aus links hinter der Säule, und falls jemand ein Buch aus unserem Buchladen erwerben möchte, ist der Künstler auch bereit, da drin seine Signatur zu hinterlassen. So, und dann freuen wir uns auf das, was jetzt kommt. Vielen Dank für die Einladung. Ist es, dass viele gekommen sind, trotz des Wetters? Ist es aus? Ich kann es. Okay. Guten Abend, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass so viele gekommen sind bei dem Wetter. Ich habe mir überlegt, dass ich versuche, einen kurzen Überblick zu geben über das, was ich die letzten 30 Jahre gemacht habe.
von der Arbeit her. Das artet manchmal zeitlich ein bisschen aus, aber ich habe es knapp gefasst. Wenn irgendwas zu knapp ist in dem, was ich sage, fragen Sie einfach quer rein. Ich glaube, das ist am einfachsten, weil sonst vergisst man das. Grundsätzlich vielleicht, ich habe immer so gearbeitet, dass ich mir nicht einen konzeptionellen Rahmen ausgedacht habe, um den dann irgendwie in Bild zu setzen, sondern ich habe eigentlich immer versucht, aus dem, was ich visuell irgendwie gemacht habe und an dem ich selbst hängen geblieben bin, von dem ausgehend weiterzuarbeiten. Ich fange mit ein ganz paar Bildern an, die zu den Stillleben gehören. Auch das so ein Begriff, der ausgeliehen ist. Das ist vielleicht ein bisschen zu laut, weil ich höre mich über das Mikrofon, über das, ja, okay, danke. Geht das? Ist das laut genug? Und dazu eins, was eben hier schon mal groß projiziert war, aus dem Jahr 83. Was ich auch deswegen an den Anfang gesetzt habe, weil es ja hier einen Titel gibt für die Vortragsreihe, für die Gespräche. Was macht das Medium? Und eigentlich ist das zu Zeiten, wo noch niemand darüber nachgedacht hat, oder wahrscheinlich schon ein paar Leute, aber das überhaupt nicht in der Masse so war, dass man Bilder in einem Computer bearbeiten würde, verändern würde, also dass Bilder nur noch im Computer sein würden und digital gespeichert. Zu der Zeit war das undenkbar. Aber was das Medium hier macht, ist, dass es uns auf eine ganz bestimmte Vorstellung bringt, was hier zu sehen ist und vor allen Dingen, in welchem Zusammenhang wir das möglicherweise sehen. Ja, das ist, ich löse das jetzt mal direkt auf und Sie werden sehen, Sie können jetzt meine Geschichte dazu glauben oder nicht, aber plötzlich springt schon so ein Spalt von Unklarheit auf, weil das ist bei einem alten Apo-Mann, der damals noch ziemlich jung war, also so Mitte 30, in einer wilden Wohnung lebte, aber der hatte diese Geweihe von seinem Großonkel oder sowas geerbt und auch die Bierkrüge und der kommt aus Passau. Und das ist so, sozusagen seine Ahnenecke gewesen in seiner ziemlich wilden Wohnung. Ja, wenn man jetzt diese Geschichte nicht dazu kennt, dann denkt man sich vielleicht was ganz anderes dazu. Das ist so ein Grundding, was im Realismus immer mitspielt, das heißt, alles, was wir sehen, führt uns auf eine Spur zu dem, was wir eigentlich vorher schon gesehen haben, was wir denken, was wir einsortieren und alles, was wir nicht sehen, ist einfach nicht da. Ja, und wenn ich jetzt diese Geschichte dazu erzähle, dann kann die wahr sein oder die kann nicht wahr sein. Wenn Sie mir vertrauen, dann glauben Sie, dass das eine ganz andere Wohnung ist. Wenn Sie skeptisch sind, passt das nicht. Ja, also was macht das Medium? Es vereinzelt vor allen Dingen und das ist mir in frühen Studienjahren, also zu der Zeit habe ich noch studiert in Düsseldorf, ist mir das klar geworden, dass es da einen ziemlichen Bruch geben kann zu dem. Und das hat mich eigentlich dazu gebracht, mehr die Frage danach zu stellen, wie wird denn eigentlich so ein Bild, was mit Realismus arbeitet, wie wird das zu einem eigenständigen Bild? Wie wird das zu etwas, was vielleicht so eine Frage immer im Unklaren lässt? Und möglicherweise wird es dadurch spannend, dass es so eine Frage im Unklaren lässt. Das ist vielleicht sogar schon zu eindeutig. Einige Jahre später, aber aus der gleichen Reihe, noch hier schon von mir eigentlich der Versuch, das Realistische nicht wegzulassen, aber durch die Form, in der ich das benutze, aufzulösen in einen Bildanspruch. Also das hat mich sehr umgetrieben, obwohl das damals alles analog mit Großbild, also in so einer ganz klassischen, konventionellen Art fotografiert war, muss man eigentlich sagen. Trotzdem ging es mir sehr darum, diese Grenzen auszuloten. Und es gibt natürlich immer verschiedene Arten, wie das passieren kann. Und ich habe das nicht im Studio gemacht, was ja auch eine Möglichkeit wäre, dass ich eine Sammlung habe von irgendwelchen Dingen. Das habe ich mal so nebenbei auch probiert. Ich habe immer wieder versucht, sozusagen Nebenwege aufzumachen, die dann meistens den Hauptweg oder sowas wie einen Hauptweg bestätigt haben. Ich habe versucht, das sozusagen in Welt zu finden. Und in Welt ist da, wo der Alltag ist. Das war auch mit einer Reaktion auf die Situation in meinem Studium, wo ich das Gefühl hatte, dass so eine klassische, elitäre Kunstakademie eigentlich ein Ort ist, wo ich mich zu hermetisch eingefühlt oder zu weit weg von Welt gefühlt habe. Deswegen interessierte mich immer dieses Außen. Und gleichzeitig ging es dabei darum, etwas umzusetzen, in Bild zu bringen, was Bildwürdigkeit erlangt,
ohne dabei gänzlich die Referenz aufzugeben, also das aufzugeben, was hier dargestellt ist. Und es war schlichtweg eine Erfahrung, die ich damit gemacht habe, dass die spannendsten Bilder, die nach Wochen oder Monaten für mich selber auch noch interessant waren, diejenigen waren, die sozusagen so eine Gleichzeitigkeit von sowohl als auch brachten oder in sich hatten. Das führte dazu, dass ich das, also das waren ja so die Anfangsjahre von dem, also Studium und die ersten Jahre nach dem Studium, dass ich das perfide bis in den Bildaufbau betrieben habe. Was Sie hier sehen, lässt sich wahrscheinlich entschlüsseln oder mit Worten fassen. Also eine Fototapete im Hintergrund, davor offensichtlich ein runder Tisch mit einer Tischdecke und zwischen Fototapete und Tisch noch einen Stuhl aus den vielleicht 40er Jahren, 30er Jahren oder vielleicht auch aus den 50er Jahren. Wie das aber alles gebaut ist hier, der Sonnenuntergang auf der Tapete ist weg. Ja, es ist nur das, was wir sozusagen als Referenz davon noch brauchen, also ein ganz kleiner Lichtreflex und das Licht, was hier runterfällt, und die Sonne ist einfach in die Tischdecke gesetzt. Also über diesen Punkt hier ist das ganze Bild gebaut. Ja, und um die Räumlichkeit, die Räumlichkeit, die in der rechten Hälfte hier vollständig aufgehoben ist, was auch mit der Farbe zu tun hat, wiederherzustellen, steht also dieser Stuhl dazwischen, ist auch noch beleuchtet, so dass man ihn sehen kann. Und auch diese kleine Wandecke ist noch wichtig, um zu sehen, dass diese Tapete da aufhört, genauso wie die Reflexion vom Licht im oberen Teil. Aber das ist eben alles nicht irgendwo gebaut, sondern das ist vor Ort gefunden, das ist in irgendeinem Keller von einem privaten Wohnhaus gewesen, wo ich dann sozusagen angerückt bin mit meinem Equipment, habe da Licht gesetzt und habe ziemlich perfide versucht, sowas ins Bild umzusetzen. Das war zu der Zeit für mich nur spekulativ, also ich konnte nicht davon ausgehen, ob das funktionieren würde oder nicht, sozusagen aus so einer Schnelllebigkeit von Hipness oder wie heißt das, Zeitgeist rauszukommen. Jetzt im Nachhinein, also das ist ja das Älteste ist 30 Jahre alt, jetzt im Nachhinein kann ich sagen, die Motive, die ich, oder das, was dargestellt ist auf den Bildern, war damals eigentlich schon alt und ein bisschen angestaubt. Das ist es jetzt immer noch, aber die Art und Weise, wie es ins Bild gesetzt ist, ist für mich immer noch ziemlich aktuell. Ja. Also das war für mich ein ganz wichtiger Punkt, so eine Art über viele Jahre in der Auseinandersetzung damit, so ein Handwerkszeug des Ins-Bild-Setzens mir zu erarbeiten. Da sind ja ganz viele Fragen aufgetaucht, eben auch über das Medium, wie kann man mit dem Medium umgehen, was bedeutet Vertrauen auf den Autor, was wird uns da vorgegaukelt, wenn man jetzt mal die Hauptverwendung von Fotografie ansieht, also auch zu der Zeit schon in der Werbung oder zum Beispiel auch in der Presse oder in Nachrichten, dann ist das sehr unterschiedlich, wie wir damit umgehen in der Rezeption. Und das hat immer damit zu tun, wie das kontextualisiert ist. Also Bilder im Hintergrund vom Tagesschausprecher stellen wir selbstverständlich weniger in Frage, als welche, die uns die Werbung vorführt. Das heißt aber nicht, dass wir nicht auf beide gleich reinfallen. Und das hat ganz viel damit zu tun, auch wer mit diesen Bildern eigentlich umgeht, also wie die Bildredaktionen arbeiten. Und inzwischen ist das ja alles also die meisten Pressebilder werden inzwischen aus großen Datenbanken gekauft, die eigentlich nur noch nach Begriffen verschlagwortet sind und hier im Grunde nur noch als Illustrationen fungieren. Aber dazu komme ich später noch. So, das sollte jetzt ein kleiner Einstieg sein in diese ersten Jahre. Was mir in dieser Zeit immer wieder passiert ist, ich habe gesagt, ich habe diese Fotos vor Ort gemacht, das heißt, ich habe mich eigentlich ein bisschen rumgefragt, also von den Freunden, dann die Kommilitonen, dann wann sind denn deine Eltern mal in Urlaub, können wir nicht mal zu dir nach Hause fahren und dann, ich kenne da aber noch jemanden oder ich kenne da eine WG, fahr doch da mal hin, da kannst du das hier locker, da kannst du was fotografieren. Also ich war sozusagen immer darauf angewiesen, mich irgendwie dem auszusetzen, in der Welt unterwegs zu sein, was mir ganz viel Spaß gemacht hat, und zu gucken. Und die Entscheidungen für so Bilder, die sind jetzt nicht lange gewachsen, sondern ich bin normalerweise immer einmal gucken gegangen, weil alles Kamera mitnehmen zu aufwendig gewesen wäre. Und wenn ich was gefunden habe, was ich interessant fand, was nicht in jeder Wohnung so war, sondern vielleicht so ein, zwei Ecken überhaupt nur, dann habe ich gesagt, wenn das was war, was
in Gefahr war, verändert zu werden, ziemlich schnell, ob man das vielleicht mal so lassen kann, bis ich am nächsten Tag wiederkomme mit Kamera und Licht und so weiter. Also das war so die Arbeit, und es sind auch nicht von einem Motiv irgendwie 5 oder 10 Aufnahmen entstanden, wo ich dann später die beste rausgesucht habe, sondern ich habe immer nur eine Einstellung gemacht und die ersten Jahre auch immer nur eine Belichtung, weil ich mir das überhaupt nicht anders leisten konnte, weil das mit Großbild zu fotografieren extrem teuer war für jemanden, der das Studium selbst finanzieren muss. Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also die so eine Tendenz bei vielen war, dass sie erstaunt waren. Ach, so sieht das aus. Ja. Und manchmal positiv, dass so habe ich das noch gar nicht gesehen. Also tatsächlich eine Form von Verwandlung. Es ist aber auch vorgekommen, dass ich zum Beispiel mal von der Familie kriegte ich dann über einen Mittelsmann so ein paar so kleine Bildchen, die an seiner Holzpanelwand hingen, geschenkt. So von wegen, wir haben das erst wieder angeguckt, nachdem wir das Foto gesehen haben von dir, und daraufhin haben wir das jetzt weggemacht, weil wir es nicht mehr ertragen konnten oder so. Aber es ist tatsächlich, man kann das nicht, das ist nicht ein Vorführen. Also ich hätte diese Aufnahmen nicht machen können, wenn ich nicht viel Respekt vor den Sachen gehabt hätte, die ich da gezeigt habe. Wenngleich die Motivation, mich mit diesem Alltagsding auseinanderzusetzen, sehr viel mit einer schon jugendlichen Aggression gegen diese Sachen zu tun hatte. Also das war meine erste Motivation und ein großes Glück, dass ich die irgendwie das hingekriegt habe, das zu kanalisieren in dieser Arbeit. So, ah ja, genau, es sind auch einige Leute gewesen, die das interessant fanden, dass überhaupt jemand fotografiert und dass man mit so einer Kamera, wo man ein Tuch über den Kopf machen muss, also auch das war in den 80er Jahren schon ganz kurios, dass jemand sowas machte. Die sagt, ich mache übrigens auch Fotos, musst du dir mal angucken, und zogen eine Schublade auf oder holten irgendwo eine Kiste her und zeigten mir dann ihre Fotos. Und das habe ich natürlich einerseits aus Höflichkeit und Dankbarkeit, dass ich überhaupt das Vertrauen hatte, da fotografieren zu dürfen, ernst genommen, aber durchaus auch mit Interesse gesehen, weil ich mir immer die Gegenfrage gestellt habe, wenn ich das hier mit so viel Aufwand mache, gibt es nicht irgendeine andere Möglichkeit? Also ist möglicherweise das, was an Alltag in einer bestimmten Zeit auftaucht, wie sich Alltag visualisiert in unserer Umwelt, genau das, was keine Einschreibung in Geschichtsbücher findet und dann erst dadurch auffällt, dass es möglicherweise nicht mehr da ist. Ist das nicht auch irgendwo anders zu finden, zum Beispiel in den Fotos von den Leuten, die mir ihre Fotos zeigen, also in Amateurfotos? Und dann bin ich zufälligerweise so ein bisschen in der Zeit, als mich diese Frage umtrieb, an einem Container vorbeigekommen, wo eine Wohnung entrümpelt wurde in Düsseldorf, wo ich gelebt habe zu der Zeit, wo dann so Fotoalben und Briefe, Liebesbriefe aus dem Ersten Weltkrieg an eine Frau drin waren, inklusive Reisepass, was einfach alles auf dem Müll landete. Also so ein Stück Geschichte, was für mindestens eine Person mal ganz bedeutungsvoll war, und die habe ich da rausgezogen, und das war in so einer Zeit, in der ich mich eigentlich gar nicht bewegt habe, nämlich eher so 20er, 30er Jahre, was da so an Material war, und eben die Briefe noch älter. Das war so interessant, dass wenn ich versucht habe, die Absicht da den Moment festzuhalten, was meistens so der Auslöser ist für Amateurfotografie, den Moment festhalten und dann oft noch mit irgendeiner bekannten Person, die dann ins Bild gesetzt wird, aber meistens ereignet sich der Rest drumherum. Also er schleicht sich irgendwie mit ins Bild. Das ist ja das Verrückte. Man kann bei so einer Kamera einfach draufdrücken und hinterher Sachen entdecken, die man gar nicht gesehen hat. Das passiert bestimmt ganz vielen so. Passiert mir manchmal auch so, wenn ich schnell knipse. Also habe ich versucht, dem ein bisschen nachzugehen. Ist das nicht möglicherweise in Amateurfotos schon vorhanden? Und habe ein paar Freunde gefragt und wieder Alben eingesammelt und bei meiner eigenen Familie ein paar Alben mitgenommen und habe, was damals die einzige Möglichkeit war, für mich jedenfalls, dann Details aus Aufsichtsvorlagen, das heißt also normalen Fotos, die man so in die Hand nehmen kann, Details daraus wieder abfotografiert und die professionell vergrößert in Farbe. Damit hatte ich
zumindest die Kontrolle über die Farbbalance gewonnen, dass die damals waren die Farben, das war ja richtig schwierig, über viele, viele Jahre so eine Art neutrale Farbigkeit ins Bild zu bringen. Also das misslang ganz oft. Deswegen sah das schon professionell aus, wenn die Farbigkeit irgendwie mit dem zu tun hatte, was man aus dem richtigen Leben kannte. Das war aber so, dass diese Muffigkeit, nenne ich das mal, diese Privatheit, ne, Muffigkeit ist eigentlich schon zu werten, diese Privatheit, die in den Bildern steckte, dadurch nicht rauszukriegen war. Und ich habe das wieder zur Seite gelegt und habe eigentlich weiter daran gearbeitet, an den Stillleben, bis ich dann zum ersten Mal die Möglichkeit hatte, Anfang der 90er Jahre über einen Bekannten, der so eine Druckvorstufenfirma hatte und da so Hightech-Scanner, dass der mir Bilder gescannt hat. So, dass ich die am Computer bearbeiten konnte. Es war eben ein Riesenaufstand, sowas zu machen. Da habe ich aber angefangen, auf Amateurmaterial basierend, eigentlich Bilder am Rechner umzuarbeiten. Und davon zeige ich Ihnen jetzt ein paar. Ein paar von den ganz frühen, wo man noch so, glaube ich, viel diese Referenz mitkriegt. Ja, das Format spielt hier eine Rolle, die Farbigkeit ist ja auch so, dass eine bestimmte Farbigkeit einen Assoziationsraum in eine bestimmte Zeit aufmacht. Was jetzt hier mein Eingriff war, außer so einer Retusche oder sowas, ist etwas, was ich für unheimlich bildwichtig gefunden habe und was für die Zeit ein ziemlich radikaler Eingriff war. Ich zeige Ihnen das, obwohl man es vielleicht ahnen kann. Also das ganze Bild ist ja irgendwie unscharf mit einer Billigkamera mit quadratischem Negativformat gemacht. Was ich so bemerkenswert fand an dem Aufbau hier, das war diese Verbindungsfigur in der Gruppe. Und zwar diese Figur hier. Und was ich mit dem gemacht habe, also der ist total wichtig für das Bild. Ich wollte den mehr fixieren. Und dazu bin ich hingegangen und habe dieses sehr schlechte Amateurmaterial am Rechner für damalige Verhältnisse sehr, sehr stark aufgeblasen. Deswegen wird das nicht schärfer, sondern es wird eben, alle Informationen werden unscharf gerechnet, aber das ist es. Aber man kann im Nachhinein hingehen und etwas schärfen. Und ich habe eben die Badehose geschärft. Ja, das ist eigentlich ist das ein ziemlich kleiner Eingriff, der hier aber genau dazu führt, dass es für mein Dafürhalten in so eine Situation kommt, wo das als Bild stabil wird, weil da plötzlich irgendwie so ein Punkt ist. Und sowas konnte ich auch nur entwickeln aus diesem Bild raus selbst, weil ich so davor so viel Erfahrung mit den Stillleben gemacht hatte, also so in Bildkontrolle. Ich zeige noch ein paar andere frühe. Das ist von 94. Das ist vielleicht sogar fast das Originalformat. Während die Stillleben alle kleinformatig waren, also relativ kleinformatig, 30, 40 bis 40, 50, sind diese Tableaus genannten, also erst später Tableaus genannt. Am Anfang hatte ich die mal Computermanipulierte genannt, weil das noch so ungewöhnlich war überhaupt, dass man Bilder am Computer manipulieren kann. Ja, das ist keine 20 Jahre her oder gerade 20 Jahre her. Und für mich war das ein Stück eine Befreiung, weil ich von dieser komischen, was mir selber nicht gefiel, technisch ausgeklügelten, sehr formal versierten Bildlösung plötzlich mit einem Material zu tun hatte, was unheimlich schäbig und rau war und eigentlich jedes Ding eine Herausforderung war, dafür eine Lösung zu finden. Und das bedeutete eigentlich im Klartext, dass ich sehr, sehr viel Bildmaterial angefangen habe zu sammeln und das durchgeguckt habe und dann eigentlich nur die rausgesucht habe, wo ich irgendwie hängen geblieben bin. Also die anderen, die mir visuell nichts sagten, jetzt bevor das Denken anfängt, bevor das Analysieren anfängt, einfach worauf reagiere ich denn? Und dann im nächsten Gang die wieder angucken und dann, warum habe ich denn hier reagiert? Welches Bildklischee habe ich denn hier gesehen? Ja? Und die sich eigentlich nicht auflösen ließen, denen habe ich mal unterstellt, die müssen irgendwas haben, was da verborgen liegt. Und meine Aufgabe ist es jetzt, das freizulegen. Also das ist so die Idee bei der Arbeitsweise gewesen. Was ist denn da verborgen, zum Beispiel jetzt bei dem Ruderboot? Ja, vielleicht fehlt hier der Ruderer.
Also es ist was ganz offensichtlich verborgen, aber in der Konstellation, wie das da ist. Ja, und die Selbstverständlichkeit, mit der es ist. Also ich habe wirklich ganz radikal zentrale Figuren aus Bildern ausgebaut, wo plötzlich gar keine Figur mehr ist, die man anguckt, als sei es eine Architekturaufnahme. Ja, und natürlich weiß niemand, dass da mal zwei Leute vorposiert haben und das Haus im Hintergrund einfach da war. Das bedeutete aber auch, dass diese Leerstelle, wo die Figuren standen, musste ja neu erfunden werden. Also was macht das Medium hier? Also das ist ja eigentlich so wie Malerei. Ja? Also plötzlich muss man eine Leerstelle füllen. Bei Fotografie ist man normalerweise damit beschäftigt, irgendwie damit klarzukommen, dass der Bildraum gefüllt ist, wenn man anfängt. Ja, und wenn man was rausnimmt, ist ja nicht einfach zwei Figuren wegnimmt im Vordergrund oder hier ein Ruderer im Vordergrund, dann ist ja nicht einfach der Rest des Bootes da. Nee, der muss erfunden werden. Also in Leerstelle. Das ist so banal, das klingt, aber das ist... Nein, das ist da gibt es eine Frage. Ja, also man könnte meinen, dass es vielleicht hier eine Spiegelung gibt von ihm. Aber ich kann jetzt im Moment gar nicht sagen, ob wirklich ein Ruderer da war. Das war exemplarisch gemeint. Das war exemplarisch gemeint. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber ich habe immer gedacht, es war einer da und habe deswegen auch gedacht, das hat was mit dem Spiegelbild hier zu tun. Aber ich, ehrlich gesagt, weiß ich es nicht genau. Vielleicht hatte das Boot auch einen Motor. Das glaube ich nicht. Ja, das ist jetzt eine technische Frage, also wie die Bilder ausgegeben wurden, also wie sie eigentlich zum Bild wurden, kann man ja sagen. Also ist klar, dass die digital vorlagen. Ich hatte an den Scans gearbeitet und damals gab es noch keine Belichter, die direkt auf Papier belichten konnten. Und ein paar Firmen experimentierten damit, irgendwie die Bilder aus dem Rechner wieder auf Filmmaterial zu bringen. Und die wurden damals auf Großbildnegative belichtet. Und ich weiß genau, die ersten 20 oder sowas, die ich für teures Geld habe machen lassen, die waren von der Farbe her, waren die so daneben, dass die alle nach einem Jahr die Firma freiwillig nochmal neu gemacht hat. Und ich hatte selbst eine Farbdunkelkammer zu der Zeit, das heißt, ich konnte eigentlich diese Vorlagen dann für die Prints selbst machen, also nicht für die Größe wieder eben mit diesem Typ da, der da irgendwas im Schnee in der Hand hat. Das hier ist ein ganz kleines Format, das ist nur so 30x40. Die Unterschiedlichkeit in den Formaten hat Gründe, weil es eigentlich immer so Bezugsgrößen gibt im Bild, die irgendwas mit einer Ausdehnung von zwei Händen breit zu tun haben. Und die Bilder haben, auch wenn die im Raum hängen, haben die eigentlich nie einen Rahmen. Die haben nur so einen angedeuteten weißen Rand, der wie so ein Rahmenfragment verstanden werden kann. Und hängen so ein bisschen, vielleicht so mit einem Zentimeter Abstand vor der Wand, sodass sie sowohl das Tafelbild ein Stück bedienen, aber auch das Fensterbild. Weil sie nämlich auch eine glänzende Oberfläche haben. Also auch das springt so hin und her. Und wenn mehrere davon auf der Wand sind, benutzen die eigentlich eine Wand wie ein Passepartout oder sowas. Also sie beziehen sich alle aufeinander über die Größe. Das heißt nicht, dass man jedes irgendwie gut nebeneinander hängen kann. Dazu sind die Farbigkeiten manchmal zu laut oder manchmal viel zu fragil, aber so in dem Rahmen. Na, die Unschärfe ist jetzt wie bei dem ersten Beispiel, die ja auch Schärfe ist oder Schärfe hat. Die Unschärfe ist sozusagen produktionsbedingt. Dadurch, dass ich sehr einfaches Material einfach nur aufblase, wird das ja nicht schärfer. Es wird einfach, die unscharfen Übergänge werden sichtbarer. Aber natürlich kann man Schärfe reinziehen und das ist schon eine Veränderung über die 20 Jahre, dass die technischen Möglichkeiten heute natürlich immens größer sind. Also dass man so ins Detail gehen kann, dass es auch eine extreme Schärfe gibt in manchen neueren Arbeiten aus den letzten 5 oder 8 Jahren oder so. Ja, hier ist zum Beispiel, ich glaube, das ist eine Arbeit von 2011, ich weiß nicht, wie hochauflösend ich die hier habe. Da ist meine Brille. Ich muss mal gucken. Sie sehen hier so Übergänge und Auflösungen und so. Also die Eingriffe und
das, was gemacht wird an den Bildern, ist eigentlich über die Jahre subtiler geworden. Also manchmal ist es sehr offensichtlich, aber manchmal geht es auch sehr, sehr ins Detail. Das hat schon auch damit zu tun, dass es besser möglich ist als am Anfang. Deswegen habe ich jetzt auch extra mal einen Sprung gemacht. Was noch ein wichtiger Aspekt ist, was auch mit der Größe zu tun hat, ist, wie verhält man sich eigentlich, wenn man den Originalen gegenübersteht? Kommt man in Bewegung zum Bild? Und das ist was mir eigentlich immer wichtig war, dass man sich vor den Arbeiten bewegt. Und deswegen gehe ich hier mal ein bisschen näher ran, das ist nicht so hoch auflösend, also es ist eigentlich schärfer, aber Sie sehen hier ganz deutlich, wie diese Farbigkeit hier drin verstreut ist. Was man auf Entfernung einfach erstmal nicht wahrnimmt, weil da sind diese dominanten, undefinierbaren Lichtflecken, die da von hinten irgendwie so ein Durchlicht simulieren, sind ganz dominant, und dass irgendwo rot drin vorkommt, nimmt man so ein bisschen am Rande wahr. Und das führt eigentlich bei den Arbeiten in Ausstellungssituationen immer dazu, dass man im Grunde ständig seine Position verändert, was ich ganz gut finde, weil mit dem Verändern zur Arbeit auch die Wahrnehmung sich immer verändert. Während man vielleicht bei den Stillleben, wenn man näher rankommt, auch weil die in Großbild aufgenommen sind, immer mehr Details, also auf fotorealistischer Ebene, ablesen kann, ist das hier, dass möglicherweise eine Bildvorstellung von einem Realismus völlig zerstört wird, in der Art, wie die Oberfläche dargestellt ist. Ja, hier ist es sehr offensichtlich, es ist jetzt eine ganz starke Vergrößerung, das ist auch nur so eine kleine Arbeit. Das ist fast die Simulation von der Räumlichkeit nochmal auf der Fläche. Das ist eine sehr große Arbeit. Da spielt das wirklich eine Rolle, sehr nah rangehen zu können, weil das, was einem hier so ein bisschen so vorkommt, als wenn da was eingefroren ist, was man immer dem fotografischen Bild unterstellt, dass es ja ein Bruchteil einer Sekunde ist, ist aber auf eine komische Art hier, stimmt nicht mit unserer Konvention überein, wie wir das Meer wahrnehmen. Und wenn man da näher rangeht, da weiß ich jetzt auch nicht, wie hoch auflösend das ist, naja, so ungefähr kann man sehen, dann kann man immer deutlicher sehen, dass es ein Riesenkonstrukt ist, was das Ganze irgendwie umkippen lässt, als sei es doch erstarrter Beton, der hier gezeigt wird. Und dann gibt es eine Reihe in den Tableaus, die sehr viel mit Bildkonventionen zu tun haben, also die verhandeln das eigentlich alle auf eine Art, aber die sehr viel mit dem spielen, was wir eigentlich gewohnt sind zu sehen. Das heißt, die einen bestimmten Assoziationsraum aufmachen, die eine bestimmte Vorstellung zeigen. Das kann sein, es kommt gleich auch noch zum Beispiel Licht, dass etwas leuchtet von alleine. Jetzt haben wir hier eine Projektion, die tatsächlich mit Licht erzeugt wird. Im Original ist das absurd, aber es gibt einige von den Tableaus, die so aussehen, als wenn da wirklich etwas leuchten würde. Das können aber auch ganz simple Bildvorstellungen sein, wie eine Insel, die einfach auf dem Wasser ist und das Meer hat eine bestimmte Bewegung, der Himmel dahinter auch. So habe ich auch immer mehr angefangen, die Vorlagen auseinanderzunehmen und eigentlich wieder zusammenzusetzen. Ja, hier ist so ein bisschen etwas, was die Fotografie nicht einlöst. Es gibt eigentlich keine Entsprechung für so eine Tag-Nacht-Situation. Weil das, was uns schon dunkel erscheint, wenn wir die Lampen wahrnehmen können, dass sie deutlich etwas erleuchten, ist in der Fotografie wird das Umfeld immer heller. Ja, und jetzt ist das hier auf so eine ganz komische Art gedoppelt, weil das, was hier als Bildmotiv im Bild auftaucht, eigentlich genau diese Tag-Nacht-Situation darstellt. Ja, während das Licht drumherum, obwohl Tag-Nacht-Situation das einfach so nicht zeigt. Ne? Gehe jetzt auch so ein bisschen unkommentiert durch, weil ich das nicht alles so
jedes Einzelne vertiefen will. Es ist so, dass ich mir erlaubt habe, das hat aber auch ein bisschen mit der Ausgangslage des Materials zu tun, mich an keinerlei Sujet zu halten oder bei der Arbeit der Tableaus. Also im Grunde ist jedes ein Einzelbild und jedes hat auch eine ganz spezielle Lösung. Und es kommen im Jahr im Durchschnitt vielleicht 10 Stück raus, also mehr auch nicht, weil da ist relativ lange dran gearbeitet. Und auch hier so eine Verschränkung, zum Beispiel wie der Spannungsbogen, also eine Bildkonvention von so einer Aufsicht auf eine fast dörfliche Situation, die so dominant ist, auf eine Art, dass das, diese Katastrophe, die hier wohl stattgefunden hat, eigentlich überhaupt gar nicht zu sehen ist, obwohl sie so offensichtlich ist, oder? Ja. Also, wenn Sie sagen, Sie haben lange daran gearbeitet, ist es bei der Aufnahme oder anschließend bei der Bildbearbeitung? Nee, bei der Bildbearbeitung. Also die Aufnahme findet ja oft gar nicht, also ich mache ja oft die Bilder gar nicht. Ne? Es gibt auch ein paar von mir selbst geknipste, die Vorlagen sind und dann Tableaus werden. Aber im Grunde ist der Prozess immer, ich gehe von irgendeinem Ausgangsmaterial aus, sichte das oft und überarbeite das, eben vielmehr schon mal der Begriff Skizzen, also dieses schnelle Überarbeiten, so mit dem, ich mache schon hier so eine Handbewegung, weil ich das mit dem Grafiktablett mache. Also ich gucke eigentlich das Bild auf dem Monitor an, habe eine Hand an der Tastatur, damit kann ich meine Werkzeuge umstellen und die andere Hand am Stift. Und ich muss aber nicht vom Monitor weggucken. Also so können Sie sich das vorstellen. Das hat auch viel mit Übung zu tun. Also das ist wirklich auch ein Training, das zu machen. Sehr schnell Entscheidungen zu treffen über die Räumlichkeit, die Perspektive, den Ausschnitt und so weiter. Also das... Den schwarzen Sand habe ich da nicht reingemacht. Nee, ganz im Gegenteil, ich habe aufgeräumt. Also das ist nach einem Vulkanausbruch, also das ist ein Dorf, was einfach vollständig ausgebrannt ist. Hinten sieht man, dass es nicht nur Wellblechdächer gab, sondern offensichtlich auch eins, was brennbar war. Ja, also es ist richtig schwere Katastrophe hier gewesen. Und wenn man genau hinguckt, dann sieht man auch, dass hier eigentlich alles so leer und tot ist. Ja, und was ich gemacht habe, ist, ich habe versucht, eine Situation zu schaffen, was in meinem Ausgangsmaterial schon da war. Also diese Aufsicht war eigentlich schon da. Ich habe versucht, eine Situation zu schaffen, die so eine Normalität suggeriert, nämlich diese Straße hier, die auch angelegt war, aber ziemlich chaotisch aussah, habe ich versucht, so weit zu glätten, dass das so eine Selbstverständlichkeit ist, dass man jeden Tag irgendwie vorbeikommt, wenn man zum Bäcker geht oder so. Ja, also... Das ist dann immer so die Entscheidung, wenn das so auf der Kippe ist, dann ist es gut, dann wird das spannend. Also es macht dann für mich auch Spaß, die noch irgendwie nach einem halben Jahr anzugucken. Ja, bitte. Haben Sie vielleicht die Möglichkeit, das zu schauen, also vorher nachher vergleichen? Weil das schlingert für mich ein haarscharf an der Bande in der Nähe vorbei. Ja. Weil ich natürlich keine Möglichkeit habe, kann ihn laufen oder kann es vorbei. Ja. Aber ja, ja, genau. Ja, das ist auch ganz egal. Ja. Ja, naja, das bedeutet aber im Umkehrschluss, also wenn es jetzt nur fotografiert wäre, dann wäre es banal. Nee, das sagen Sie ja gerade. Also wenn man jetzt nicht sehen kann, was der Prozess ist und es möglicherweise auch so gewesen sein könnte oder nur fotografiert wäre, dann wäre es banal. Wenn ich Sie richtig... Nee? Aber das ist ja offensichtlich nicht der Fall. Also frage ich danach, genau wie bei dem Boot, die künstlerische Leistung. Ja, aber die künstlerische Leistung ist eigentlich das Ergebnis. Also es wäre die wirkliche Arbeit an der Wand und nicht eine Projektion davon. Ich habe, also um Ihre Frage zu beantworten, ich möchte da nicht ausweichen, ich habe keine Vorher-Nachher-Bilder hier. Es gibt eine Publikation von zu einer Ausstellung in der Kunsthalle in Bremen von 2001, die hat den Titel Arbeiten am Bild, ist jetzt leider nicht hier auf dem Büchertisch, den ich mir eben schon angeguckt habe. Da hat mich der Kurator überredet, zwei Vorlagen rauszurücken, die sind da drin. Die kann man sehen. Also das ist das Einzige, was publiziert ist. Das wäre der einzige Arbeitsnachweis, den man da hat. Wenn man das darüber definieren will, ja.
Also ich würde sagen, das, was ich abliefere, ist jetzt das, was ich hier projiziere, aber... Ich meine, die Frage nach dem Banalen ist eigentlich etwas, was ich wirklich interessant finde, ganz, ganz ernsthaft. Also, weil was ist das, wie wir Bilder wahrnehmen? Also das ist schon, eigentlich schon wieder die Frage nach dem Medium auch, die Sie damit stellen. Okay. Das kann ich wahrscheinlich nicht beantworten. Aber wenn ich mal eingreifen darf, also und das ein bisschen persönlicher von meiner Perspektive aus erzähle, dann hattest du gerade gesagt, es gibt diese Vereinzelung der Fotografie. Am Beispiel dieses Arrangements in der Wohnung des Freundes, der seine Andenken Passau-Ecke gemacht hat. Während die Tableaus, wenn ich sie mir angeschaut habe, dann sind das eben nicht für mich nur Einzelbilder, sondern es ist eine Reihe von Bildern, die man sich hintereinander anschaut. Und bei vielen von diesen Bildern ist, finde ich, sofort zu sehen, dass das Bilder sind, die jetzt erstmal nicht den Autor Jörg Sasse vom Ursprungsbild her haben. Und die sind dann auch sehr, sehr erzählerisch. Also das haben wir jetzt noch gar nicht besprochen, weil es gibt für mich so eine Erzählung, die ich jetzt nicht vielleicht sofort irgendwie benennen könnte, nur um so Hinweise zu geben, ist es so, es schwingt da so manchmal was mit von so einer Melancholie der alten Bundesrepublik, wenn man es so spezifisch lesen würde, aber grundsätzlich halt auch, dass die Fotografien etwas festhalten, was selbst vergangen ist, also Menschen, die jetzt schon älter sein müssen, um das so ganz simpel runterzubrechen. Und dann gibt es aber auch so eine typologische Erzählung, dass das, was man so da gesehen hat, so Leute rennen in einen See im Sommer, dass Leute machen einen Schneespaziergang. Das sind ja Bilder, die einer Typologie entsprechen, wenn man sie aufstellen wollte. Weil bei mir zu Hause gibt es auch den Schneespaziergang, so ähnlich mit meinem Onkel. Es gibt auch genau diese Bilder, wo man in irgendein Gewässer im Sommer rennt. Also sie zeigen, dass Bilder typisch sind auch. Und dass kaum jemand irgendetwas ganz anderes macht. Also oder ist das falsch? Ja, und insofern hält man sich, wenn man diese Bilder anschaut, gar nicht daran aus, in welcher Weise sie manipuliert sind. Sondern es gibt nur so eine Ahnung davon, dass das Bild als solches nicht Wirklichkeit eins zu eins repräsentieren kann. Ja, das macht natürlich kein Bild. Also eben auch das einfach nur Geknipste macht das nicht. Also wir sind wirklich durchdrungen von Bildkonventionen. Das ist so ähnlich wie eine Sprache, nur dass sie eben nicht mit Worten funktioniert, sondern dass sie visuell funktioniert. Und darauf reagieren wir auch. Und wenn das gebrochen ist oder ins Wanken kommt, dann ist das eine Form von Verunsicherung. Und das macht das vielleicht. Ja? Nicht für jeden, aber doch für einige. Und die Geschichten, die ich angesprochen habe, ist das so? Na, die Geschichten würde ich auch in die Ecke Bildkonventionen legen, weil eine ganz bestimmte Generation von Leuten, gerade bei den frühen Tableaus, kennen einfach ganz bestimmte Situationen, weil die fotografisch irgendwie festgehalten sind. Ja, und trotzdem gibt es nicht, es gibt nicht das prototypische Bild davon. Und das habe ich zum Teil versucht herzustellen. Auch ich habe eben schon mal von den Konventionen gesprochen, von einer Insel oder von dem Prototyp von Haus. Also wie viel muss man eigentlich dafür haben? Wie viel fotografische Darstellung braucht man dafür? Und das geht im Grunde schon sehr in Fragen der Bilderzeugung, wobei ich eben mich des Mediums Fotografie bediene, ne, und andere vielleicht eben ein anderes Medium wählen dafür.
Bei mir hat es aber den Grund einfach, dass ich diese Fragen überhaupt erst aus der Beschäftigung damit entwickelt habe. Ja, also was ist diese, es gibt eine unheimlich breite Durchdringung von einer romantischen Vorstellung von Caspar David Friedrich. Was ist eigentlich diese Bildidee, die dem zugrunde liegt? Was ist die Bildidee von Weite? Also jetzt hier bei diesem Beispiel ist sie einfach ganz spontan behauptet und sie fällt wieder in sich zusammen, weil hier der Hintergrund auf einmal überhaupt gar nicht die Verblauung in die Tiefe hat, sondern der Hintergrund nach hinten hin wird es wieder konkreter. Und dann kommt so ein ganz, ganz grauer, dunkler Himmel da, der so eine Flächigkeit hat da rein und bringt das wieder auf die Fläche zurück. Ja. Ich beschreibe Ihnen das, was Sie normalerweise vor dem Bild sehen könnten, wenn Sie bereit sind, sich damit zu beschäftigen. Nein, man muss das nicht sehen. Ja. Wenn einen das interessiert, wo das eigene Sehen herkommt, dann geht man vielleicht ins Museum und setzt sich mal anderen Bildformen aus. Und das ist eben ein Vorschlag, den ich mache, hier, das zu tun. Aber das ist jetzt eigentlich wieder ein gutes Beispiel, finde ich jedenfalls, was es da rausholt. Ich bin gleich mit den Tableaus durch. Ich möchte nochmal, da gibt es noch eine Frage, bitte. Ich verstehe Sie nicht richtig. Das ist die Tendenz, dass wir so sagen, wenn das jetzt fast in einem größeren Kontext gemacht hat, weiter auf Richtung oder fast so etwas wie eine Abstraktion von Themen, dass das eine Tendenz bei Ihrer Arbeit von diesem ursprünglichen, also privaten Einheitskontext, sich dann zu solchen Fragen zu bringen. Ja, ich würde es jetzt nicht unbedingt Kontext nennen. Es ist nicht eine Absicht, es ist einfach, was sich sozusagen in der Auseinandersetzung mit der Arbeit entwickelt hat. Ich zeige Ihnen aber gleich mal die Vorarbeiten dazu. Also, und zwar, also so gesehen zeige ich schon was davor ist, aber nicht die direkt vor einem Motiv sind. Weil parallel mit der Arbeit hier dran ist halt ein Archiv entstanden von skizzierten Fotografien, also die ich schnell überarbeitet habe, das immer größer wurde und das ich ganz, ganz lange überhaupt nicht gezeigt habe. Bis ich irgendwann mal dachte, das ist eigentlich ganz interessant, diese Zwischenstufe, die auch zu zeigen. Ich gehe da gleich mal rein. Ich habe das irgendwie hier so ausgeklinkt, weil ich Angst hatte, dass das möglicherweise zu lange dauern würde. Aber ich mache mal so einen schnellen Gang dadurch, sobald ich ja mit dieser Reihe von Tableaus zu Ende bin. Weil wir kommen beim Feuer raus, davon hatte ich eben schon mal gesprochen, also im Zusammenhang mit Bildkonventionen, weil hier verdichten sich in einem Bild viele Bildkonventionen bis hin, Sie können das in der Projektion nur ahnen, dazu ist es immer noch ein bisschen zu umgebungshell, dass es unten noch eine Bewegungsunschärfe in der horizontalen Richtung gibt. Aber das ist Geschwindigkeit, Wärme, selbst illuminierend und Bewegung eigentlich in einem Bild, zumindest wenn es als Tafelbild an der Wand hängt. So, und jetzt mache ich mal kurz diesen Sprung. So, das, was da als Ausgangsmaterial da war, habe ich gesagt, ich sammle das als Amateurmaterial. Ich habe dann angefangen, systematisch Nachlässe aufzukaufen und so weiter. Es ist aber immer dabei geblieben, dass ich versucht habe, die Dinge rauszusuchen, wo ich visuell darauf reagiere, eben nicht sprachlich und nicht mit dem Intellekt irgendwie darauf gehe, weil ich das analysiere, sondern erstmal, wo ist so ein Impuls? Und so eine Zwischenarbeit, die dann kommt, ist das, wenn die erstmal gescannt sind, der Auswahl davon, ist das schnelle Überarbeiten am Rechner, das Skizzieren, wie ich das nenne, weil es eben auch haptisch sich so ähnlich anfühlt, wie mit Bleistift Skizzen zu machen. Und daraus zeige ich Ihnen ein paar, die ich 2004 das erste Mal im Rahmen meiner Ausstellung veröffentlicht habe. Und die gehe ich jetzt einfach mal schnell durch. Und da sehen Sie dann, dass doch Leute immer wieder aufkommen und vorkommen und aber auch gleich, dass Motive vorkommen, die im Umfeld entstanden sind von denen, wo ich dann später Tableaus rausgemacht habe.
Dazu gibt es eine Publikation, die liegt auch vorne auf dem Tisch. Das ist in einer Ausstellung gewesen, die relativ groß war, wo ich die Architektur für die Ausstellung selbst bestimmen konnte. Und da wurde eine Wandfläche von 43 Meter eingezogen, wo 183 von den Skizzen hier in der Reihenfolge hingen. Und die hatten eigentlich so eine Bewegung wie so eine Erzählung. Fing also mit Landschaft an, wo erstmal dann irgendwie Eingriffe sichtbar sind, dann tauchen Figuren auf, dann kommt das Urbane und so weiter. So sah das Ganze im Raum aus. Von diesem sozusagen künstlich gebauten Flur, weil diese Wände hier an der Seite wurden eingezogen, gingen drei große Säle ab, wo Tableaus waren. Und wenn man aus einem dieser Säle zurückguckte, sah man sozusagen immer die Vorlagen oder nicht die Vorlagen, aber das, was so im Umfeld entstanden ist. Die war in Grenoble. Und die Frage, die sich da auftat, war, was ist das eigentlich für eine Auswahl, nämlich jetzt diese 183, die da hingen, ist ja eine ziemlich stattliche Anzahl und trotzdem ist sie aber von meinem Materialstand her oder sowas aus, weiß nicht, 8 oder 9.000 Bildern gewesen, diese Auswahl. Was ist das eigentlich? Und Ich hab, um überhaupt diesem Material ein bisschen auf die Spur zu kommen und den Gemeinsamkeiten und Differenzen, habe ich ziemlich früh angefangen, mit Bilddatenbanken zu arbeiten. Heutzutage kennen das die meisten irgendwie, gibt es im Internet ja auch so größere Portale, wo Bilder verschlagwortet werden. Das ist aber für mich eine Arbeit gewesen, die schon ganz lange relevant war. Das erste Mal habe ich 1996 in einer Einzelausstellung im Kölnischen Kunstverein eine Bilddatenbank zu den Bildern gezeigt, die da waren, wo die verschlagwortet waren. Und zwar, indem ich Gemeinsamkeiten gesucht habe in meinem Bildmaterial und dazu dann versucht habe, Hilfsbegriffe zu bringen, um auch diese Abgründigkeit von der Verschlagwortung eigentlich zu zeigen. Das bedeutete auch, dass jedes Bild in verschiedenen Kategorien eigentlich zu finden war und wenn auch nur ein Begriff sich verschiebt, man eigentlich die Wahrnehmung eines Bildes sich verändert. So, das haben Sie vielleicht schon mal im Internet gesehen, sowas, das ist nicht ein Online-Programm, aber so sieht eine Bilddatenbank aus und was hier an Material gezeigt ist, gerade auf dieser Übersicht, das ist eine Auswahl aus einer Arbeit, die eigentlich der ersten Publikation in Form einer langen erzählerischen Wand, wie beim Grenoble-Block folgte. Und das war die Rückführung wieder von diesen immer schneller werdenden Datenbanken, die auch unseren Alltag völlig durchdrungen haben. Also die meisten von Ihnen werden wahrscheinlich kennen, wenn Sie online ein Buch bestellen wollen, dass Ihnen dann der Buchverkäufer gleich vorschlägt, was Sie noch interessieren könnte. Das ist nur aufgrund von Datenbanken, wo eine Abfrage in Millisekunden erfolgt, zu welcher Personengruppe gehören Sie, was haben Sie sonst schon gekauft, was könnte Sie, was müsste Sie, was sollte Sie eigentlich noch interessieren. Das wird Ihnen vorgeschlagen. Also an der Stelle finde ich, wir haben ja jetzt ganz viele Themen eigentlich schon angerissen, die in dieser Vortragsreihe in Rede stehen. Und das ist, es geht um die Organisation der Bilder und das auch spezifisch in Bezug auf, in welcher Technik sie erstellt sind oder auf welche Technik sie sich zurückführen lassen. Dann haben wir die Frage nach den Motiven, also Privatheit und was oder scharfe Badehose, also was immer man sich da denken kann. Dann haben wir die parallele Entwicklung eines bestimmten Mediums
zu den technischen Apparaten, die da sind. Die Beispiele sind ja auch gekommen, wenn ein Labor irgendwie das kann, dann probiert man das aus oder dann später, wenn es bei Photoshop dieses oder jenes Werkzeug gibt, damit arbeiten. Dann hatten wir die Frage nach den Bildkonventionen, ob die selbst etwas mit der Spezifik des Mediums zu tun haben. Und was mich jetzt aber besonders interessiert ist, dass du gesagt hast, und das finde ich wichtig bei deiner Arbeit, und das ist natürlich das, was jetzt im Vortrag gar nicht ankommt, dass es um die physische Präsenz dieser Bilder geht, dass es eben nicht so ist, dass man sich zu Hause am Bildschirm durch die Arbeiten durchklickt, sondern dass man an einen bestimmten Ort geht und dass die da an der Wand hängen und dass der Künstler sich sogar überlegt hat, welche Schattenfuge es zwischen Wand und gerahmten Bild gibt, sodass es, so, wie hattest du es genannt, ein Zwischending zwischen Fensterbild und Tafelbild gibt und dass die glänzenden Oberflächen da sind, in denen man sich spiegelt, dass über das Format nachgedacht wird, also wie man sich davor bewegt, hast du gesagt, dass man hineinzoomen und rauszoomen kann, all das, was man eben am Bildschirm nicht tut. Und ich finde, das ist eine wichtige Frage, weil wir hatten jetzt die Bilddatenbank und die ist eben das gebräuchlichste Ordnungsmuster, das wir im Internet haben. Und das ist halt direkt gekoppelt an die Sprache. Und während die Fotografie oder die Arbeiten, die du sonst gezeigt hast, ja keinerlei sprachliche Verbindung haben. Oder sehe ich das, die haben keine Titel, die Bilder. Und ist das klar, was ich meine? Also, dass erst wenn man einen Begriff anbietet, mit dem man ein Bild verschlagwortet, wird es nur noch über diesen Begriff gefunden oder die anderen Begriffe, die zur Verfügung gestellt werden, also Kopfbedeckung, und das ist, da gehst du genau den umgekehrten Weg als den du am Anfang angeboten hast, dass es eben eine vorkonzeptionelle Auswahl der Bildmotive gibt, also einfach so wie weil der unser freundlicher Buchhändler unseres Vertrauens ja auch gleich die helle Kammer von Roland Barthes neben deine Bücher gelegt hat, also das Punktum, das wo springt man jetzt an? Frauen in einem Ruderboot, eine verbindende Figur von Leuten, die in einen See reisen, also irgendein Punkt, der jetzt quasi nicht erklärbar ist. Und warum sozusagen dann zur Datenbank, wo die Sprache das Ordnungsmuster vorgibt? Nee, so wie ich die Datenbank einsetze, ist das eigentlich gar nicht so. Ich bin halt einem großen Materialbestand stehe ich gegenüber. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Also wie kann ich eigentlich irgendeine Erkenntnis darüber gewinnen, ohne das jetzt einzusortieren? Und trotzdem kann eine Datenbank das tun, nämlich wenn man die Versprachlichung sekundär einsetzt. Also alles, ich habe das eben schon mal angedeutet, wenn jetzt so ein Händler wie Corbis oder sowas die Millionen von Bildern verwalten, da gibt es einen Begriffsapparat und unter diesem Begriffsapparat werden die Fotografien einsortiert. Und es gibt Auftragsfotografen, die kennen sich aus mit dem Begriffsapparat und die versuchen ein Bild so zu machen, dass es in möglichst viele dieser Kategorien passt, weil das ihren kommerziellen Erfolg vergrößert. Ja, dann wird es öfter gefunden. Ja, und so wie ich arbeite mit Bildern, ist es, dass ich ein großes Konvolut von Bildern habe, dass ich die angucke auf Gemeinsamkeiten und Differenzen, dass ich anfange, die in Gruppen zu sortieren und dann Hilfsbegriffe nehme, um diese Gruppen irgendwie zu benennen. Aber der Zugriff für denjenigen, der sich mit Speicher beschäftigt, funktioniert ja nicht über das Bild, sondern über Begriffe, so wie ich das verstanden habe. Ja, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Dazu müsste ich aber vielleicht, das ist jetzt ein bisschen vorweggenommen, vielleicht in Speicher einmal zeigen. Wie ist die Grundtendenz von der Zeit? Ist es noch? Die Grundtendenz von der Zeit ist, dass wir dadurch, dass wir ja schon mitdiskutiert haben, wir jetzt in 5 Minuten eine Stunde schon haben. Okay. Ja. Ich gehe ganz schnell ein paar Gruppen durch von Kategorien, die aufgetaucht sind bei mir. Und das ist ja auch okay, ich sehe Bilder sehr schnell von denen. Farbspiele stand jetzt da und Speicher 1. Was Speicher 1 ist,
wird dann ein bisschen später aufgelöst und gezeigt. Zweite Begriffskombination, Kreise und Bögen. Also Sie merken wahrscheinlich sehr schnell, wie Ihre Wahrnehmung von einem Bild durch nur so eine Begriffskombination unheimlich geleitet wird. Das Kuriose ist, dass jedes Bild also auch in unterschiedlichen Gruppen vorkommen kann. Das heißt, wenn man nur einen Begriff hat, der verändert ist, nimmt man das Bild schon anders wahr. So, und um das aufzulösen, habe ich halt überlegt, wie man diesen schnellen Zugriff einer relationalen Datenbank wieder in Millisekunden zu Ergebnissen kommt, von Abfragen, von Spuren, die wir hinterlassen, in der Art, wie wir damit umgehen, wie man das verlangsamen kann, visualisieren kann und haptisch machen kann, vielleicht ein bisschen ritualisieren. Und deswegen habe ich, ich glaube, 2006 damit angefangen, nach einer Form zu suchen, das umzusetzen eigentlich auch. Das basiert alles auf meinem Ausgangsmaterial und der Speicher Nummer 1, das, was Sie hier sehen, ist also ein symmetrisches, also nach hinten gibt es auch 4 Blöcke. Diese Linien, die Sie da sehen, die hellen Linien, das sind die Außenkanten von Rahmen. Das heißt, da stecken lauter Bilder drin. In 2 Meter hoch. Ja, das ist genau so knapp 2 Meter hoch. 512 Bilder sind in diesem Gestell, bilden, aber ohne die Bilder ist es eben einfach nur ein Skelett. Das heißt, die Außenform wird hier auch dadurch definiert, durch das, was der Inhalt ist. Also nicht inhaltlich gesehen, sondern wirklich vom Material her der Inhalt. Und die Lücken, die da sind, sind einfach Bilder, die an den Wänden hängen. Das kann man hier wahrscheinlich sehen, ja. Das kann man ziemlich gut sehen. Die müssen alle IDs haben, also Titel, die einmalig sind, damit man die zuordnen kann. Die sind sortiert in Reihen und es gibt variabel viele Hängewände dazu. Das heißt, man kann eine Hängewand daraus bestücken, man kann aber auch 5 daraus bestücken. Und das, was ich hier jetzt zeige, ist der stand, glaube ich, eben Speicher 1, das ist eigentlich der Speicher 2. Der hatte ein Grundthema, alles Material, was hier drin vorkommt, ist zwischen den 50er Jahren und 2009 im Ruhrgebiet entstanden. Das war auf Einladung zur Ruhr 2010, habe ich diese Arbeit gebaut. Sie sehen jetzt, hier ist eine zweite Hängewand. Hier hängen so komische Kärtchen. Da drauf sind die Kategorien, die ich sozusagen nach den Arbeitstiteln vorgeschlagen habe als Begriffe. Ja, aber eben nachdem ich das Material analysiert habe, die 512 Bilder, die da im Speicher sind, sind schon eingedampft aus ungefähr 5.500, mit denen ich angefangen habe, ja, weil nicht über zu allen Phänomenen, die auftauchen, verdichten sich so große Gruppen, dass das lohnenswert wäre, die irgendwie zu erwähnen. Ja, manchmal sind das eben Einzelstücke oder es kommt nur 3-mal vor, dass eine Frau im roten Rock vorne rechts steht oder so. Ne? So sehen diese Karten mit den Kategorien aus. Die kann man jetzt in der Ausstellung, kann man sich sozusagen selbst eine Hängung wünschen. Nimmt man jetzt eine dieser Karten ab, stehen auf der Rückseite davon alle Bilder, die da reingehören. Das ist eine in der Vorderseite. Okay, ich habe jetzt hier gar keine Rückseite. Alle Bilder, die da reingehören, und man kann mit einem anfangen. Damit jetzt konsistente
konsistente Hängungen in der Abfolge entstehen, weil nicht alles, was irgendwie thematisch zueinander passt, sieht auch gut nebeneinander aus. Bin ich hingegangen und habe jede mögliche Kombination bewertet, also qualifiziert. Wie gut passen die zueinander? Und daraus folgt, dass auf jeder Rückseite von einem einzelnen Bild zu jeder Kategorie Vorschläge sind von den Bildern, die am besten zueinander passen. Somit muss ich nicht da sein und trotzdem kann ständig sozusagen umgehängt werden und genau die Behauptungen, die den Begriffen folgen, aber auch eben oft Brüche, die da eingebaut sind in diesen Hängungen, die das wieder in Frage stellen. Das heißt, das Spiel mit der Begrifflichkeit und dem, was visualisiert ist, mit der Projektion der eigenen Erwartungen an den Begriff, das spielt eine ganz große Rolle beim Interagieren mit dem Speicher. Das macht man als Zuschauer normalerweise nicht selbst, dann wäre man auch zu abgelenkt da beim Umhängen oder sowas oder vielleicht zu vorsichtig oder zu grob. Das macht normalerweise immer jemand aus der Aufsicht. Das heißt, man kann sich darauf konzentrieren, zuzugucken, was da passiert. Und um überhaupt eine Neuhängung zu machen in einer Ausstellungssituation, wo dann meinetwegen 2 oder 3 Wände hängen mit Bildern, ist die erste Entscheidung, welche Wand wird eigentlich abgehängt. Auch eine ungewöhnliche Situation in einer Ausstellungssituation, dass ein Besucher sagen kann, also das gefällt mir nicht, nehmen wir das mal weg, dafür kommt jetzt meine Gruppe dran. So, aber das hat viele Verhältnisse. Was jetzt wieder zurück zu unserem Thema, was macht das Medium, also was ist das Digitale? So eine Arbeit wäre ohne Datenbanken undenkbar gewesen. Naja, es hat ja schon Karteikarten auch mal gegeben. Ja, eine relationale Datenbank ist was anderes. Genau. Ne? Aber ich, nur um das nochmal, das heißt, der erste Zugriff, den eine mögliche Besucherin und ein möglicher Besucher drauf hat, funktioniert nicht über den Begriff, sondern, so hatte ich das erst verstanden. Doch, nee, genau. Ja. Und das wäre für mich interessant, während man... Es muss aber nicht über den Begriff funktionieren. Also es geht über diese Karten, aber um das vollständig zu machen und auch vollständig zu erklären, ich weiß, das ist ein komplexes Teil. Um das transparent zu machen, wie meine Entscheidungen sind, habe ich alle meine Entscheidungen auch noch in einem Buch dazu liegen. Das war hier schon zu sehen, irgendwo auf der Seite. Ja, da liegt noch so ein Sockel mit dem Buch. Und all diese 220.000 Bewertungen, die ich von den Kombinationen gemacht habe, sind in dem Buch zu sehen. Das heißt, Sie müssen eigentlich nicht nach Begriffen gehen, sondern Sie können auch ans Buch gehen und gucken, was findet der Sasse eigentlich eine unheimlich gute Kombination und wähle jetzt das nächste Bild. Und der Begriff spielt gar keine Rolle. Oder was ich mal mit Studierenden gemacht habe, die wollten wissen, was finde ich eigentlich unheimlich schlecht. Dann waren wir in Bonn im Kunstmuseum irgendwie einen Nachmittag und wir haben mindestens eine Stunde nur Hängungen gemacht, von denen ich der Meinung bin, dass sie schlecht zusammenpassen, weil die das interessierte. Also im Gegensatz zur Datenbank, die Naja, Amazon wirft immer das beste Ergebnis aus, ne? Die sich aber auf Algorithmen zurückführen lassen, während das ja am Ende sozusagen bei deiner Subjektivität ändert. Aber mich interessiert die Frage, bist du dazu gekommen, dass du diese Begriffe mit diesen Bildern wieder verbinden willst? Weil das hast du ja auch gerade erklärt, dass das, wenn da Kreise und Bögen steht, dann will man auch Kreise und Bögen sehen. Ja. Diese Begriffe sind so wirkmächtig, egal wie banal sie wären, als dass sie nicht das Ordnungsmuster vorgeben. Und eigentlich könnte man ja jetzt sagen, die Qualität der Bilder ist ja, dass sie erstmal nicht diese Begriffe vorgeben. Ja, ich glaube, interessant wird es dann, wenn man das erste Bild mit einem anderen Begriff sieht. Also das ist ja so ein bisschen so eine Erfahrungsmaschine. Ja. Ja? Ich würde am liebsten noch ein bisschen drauf rumreiten, aber ich... Ja, natürlich. Werte zurückgibt,
Naja, ich würde sagen, dass ich mehr über dieses Medium Fotografie arbeite. Also es ist schon das, was ich benutze, aber das Einsortieren, wo ich damit stehe, kann ich eigentlich schlecht sagen. Weil es ist... Ja, es gibt keine Position wie meine sonst. Es gibt es nicht. Es gibt auch keine Analogisierung einer Datenbank sonst. Also ich habe nichts gefunden. Ja. Ja. Nee. Ich hab nie so gearbeitet. Also ich mache nicht eine Arbeit, um jetzt sozusagen am Puls der Zeit zu sein. Also ja, vielleicht bin ich das nicht. Also im Grunde interessiert mich das nicht besonders. Also ich mache sozusagen eine Arbeit, die für mich immer mehr Türen aufgemacht hat. Und das empfinde ich als großes Glück. Ja, weil ich arbeite überhaupt nicht unter Zwang, sondern ich arbeite sehr extrem motiviert aus der Arbeit selbst raus. Das ist toll. Ja, aber ich mache nicht eine Arbeit, weil ich meine, die müsste jetzt sozusagen State of the Art sein oder sowas. Das ist auch gar nicht, das kann man selber auch, glaube ich, gar nicht absehen. Ich finde das nicht eine charmante Idee, wenn man so arbeiten würde. Sie wollen natürlich eine Antwort vom Künstler, aber ich finde die Frage gut und deshalb würde ich gerne auch noch darauf antworten, weil die Frage nach der Innovationskraft dieser Bilder oder der Technik, die dahinter steht, das ist eine Frage, die finde ich relativ stark da reinführt, was deine Bilder nämlich sind. Sie sind nämlich vor allen Dingen Bilder, die sich dieser Frage, die Fotografie sich über Jahrzehnte als ein Medium, das immer so ganz nah an der Wirklichkeit dran ist, immer angetrieben hatte. Also, dass man eine Motivik findet, die bisher noch nicht da war in der Fotografie, die eine Geschichte erzählt, die wir noch nicht kennen. Und deine Bilder, finde ich, tun ja exakt das Gegenteil. Sie haben das, was du ganz am Anfang mit in einem Nebensatz gesagt hast, sie wählen etwas auf, was dadurch, durch diese Auswahl, bildwürdig wird. Also es gibt so wunderbare Bilder mit einem Ausschnitt in einem Badezimmer, wo so ein paar Kacheln zu sehen sind und ein Überlauf und irgendjemand hat ein altes Kabel um diesen Überlauf gewickelt. So ungefähr beschrieben. Also höchst banale Ausschnitte aus unserer täglichen Umgebung, die eben tatsächlich darüber reflektieren, was ist Fotografie, aber andererseits auch darüber reflektieren, was ist bildwürdig und das nicht damit beantworten, dass das eine Innovationskraft haben muss, dass das Bilder sind, die noch nicht da gewesen sind. Und genauso wie das Typologische des Grenoble-Blocks. Es geht ja um auch eine gewisse Alltäglichkeit dieser Bilder, die uns vertraut sind, die uns täglich umgeben. Und die, also wenn man jetzt mal ein Beispiel nehmen würde, wäre jetzt so Nan Goldin. Das war, während ich studiert hat, irgendwie eine wichtige Künstlerin, die sich mit Fotografie auseinandergesetzt hatte. Und da fokussierte das Ganze so auf diesen dahingeknipsten Ausschnitt und diese Aktualität dieser Geschichten, die erzählt wurden, AIDS-Infizierung, Drogen nehmen, eine bestimmte Form von befreiter oder auch nicht befreiter Sexualität, das Leben in Berlin um 1990, also die hatten sozusagen immer eine Innovation zu bieten und eine Aktualität. Und das finde ich so interessant, weil die war wirklich wichtig für uns als Studenten im zweiten Semester und ich stelle heute fest, dass das dadurch, dass sie so eine starke Aktualität hatten, eben auch verschwinden wieder, ne, weil Aktualität dann auch irgendwann sofort wieder vorbei ist. Ich hatte ja eben schon ganz kurz was zum Begriff Zeitgeist gesagt. Ja, genau. Ich habe es nicht richtig darauf angelegt, aber es ist aus meiner Sicht eben ein Glück gewesen, dass die Arbeiten nicht da untergekommen sind, weil es mir auch nicht darum ging.
Das wurde auch gemacht, das waren die Magazinstrecken, das war die große Zeit des Bildjournalismus, also in 70er Jahren oder 80ern noch, ist eine ganz tolle, eine spannende, eine wichtige Zeit, aber danach zu fragen, warum ist denn der Bildjournalismus tot, das hat wieder viel mit meiner Arbeit zu tun, ja, weil das einfach ersetzt worden ist durch die Bilder, fotografische Bilder werden aus Datenbanken genommen und zu Illustrationen gemacht. Und all das findet Einschreibung über die Zeitungen in die Geschichtsbücher, man kann das recherchieren. Und ich beschäftige mich jetzt nun mit einem Feld, also visuell mit einem Feld, was eigentlich völlig im Nichts ist. Die meiste Zeit besteht eben im Leben nicht aus Ereignissen, sondern aus Nicht-Ereignissen. Und deswegen ist das vielleicht so ein bisschen auch meine Vorliebe für diesen Bereich, dahin zu gucken, wo etwas aufscheint, was so normal ist, dass es eben erst, wenn es weg ist, vielleicht vermisst wird oder eben auch nicht vermisst wird. Jetzt haben ich habe ein paar Wortmeldungen überall, die alle auch, also nur der Gerechtigkeit halber. Und es ist eigentlich besser mit Mikrofon, glaube ich, ne? Ja, vielen Dank. Ich denke die ganze Zeit darüber nach, ob das Digitale und Ihre Praxis und Verfahrensweise uns auch die Möglichkeit gibt, das Verhältnis von Original und Kopie, Bild und Nachbild neu zu denken. Also das heißt, es wurde ganz oft hier vom Ursprungsbild gesprochen, also die Amateuraufnahme, die Sie nehmen, aber die Frage ist doch, ob nicht die Bilder, die wir hier gesehen haben, alle möglichen Bilder auch enthalten, die es von einem Motiv gibt und dadurch natürlich auch vielleicht so eine Art Selbstreflexion des Mediums, du hast es ja schon erwähnt, Matthias, hier auch den Bildern inhärent ist. Also das, was die Fotografie von jeher beschäftigt hat, das mimetische Verhältnis zur Wirklichkeit. Und ich dachte so an Didi Übermann und sein Nachleben der Bilder, das heißt so ein Anachronismus, das ist eigentlich gar nicht mehr ein klares Verhältnis von Ursprungsbild und Bild und Nachbild gibt. Ne? Also deshalb fand ich es eigentlich sehr schön, dass Sie uns eben nicht den Ursprung gezeigt haben, sondern es bei diesen Bildern geblieben ist. Und das wollte ich fragen, ob Sie das auch, man das in diesen Bildern auch sehen könnte, eben dieses Verhältnis von Original und Kopie, weil mich das auch grundsätzlich im Kontext des Digitalen beschäftigt. Also auch die Möglichkeiten, die das Digitale uns gibt, Fotografiegeschichte zum Beispiel neu zu denken und zurückzublicken. Waren eine Reihe von Fragen. Also ich glaube, das Ausgangsmaterial spielt schon eine ziemlich große Rolle dabei, weil das ja schon die Amateurfotografie so ein Stück der kleinste gemeinsame Nenner ist, von dem, was so an Visualität versucht wird nachzumachen. Also es wird versucht, das gute Bild zu machen. Und das hat eine Tradition, die geht eigentlich noch vor die Amateurfotografie, in die Ansichtskartenfotografie. Ja, also ein ganz großes Lob, was man heute noch sogar noch kennt, obwohl das digitale Zeitalter ja längst da ist, es sieht aus wie eine Postkarte. Wie gemalt. Ja. Aber wie sieht aus wie eine Postkarte als Lob für ein Foto ist schon was ganz Großes. Das heißt, es gibt da irgendwelche Bildvorstellungen, die da sind und die im kleinsten gemeinsamen Nenner da auftauchen. Und wenn ich zum Beispiel ein Bild bearbeite, auch nur skizziere, dann muss man ja die Frage stellen, also ist es deswegen jetzt verändert, weil es vom Original weg ist, also ist es falscher oder ist es möglicherweise näher an dem, was vor der Kamera war, was ja oft das Gemeinte ist, dadurch, dass eben zum Beispiel die technischen Schwächen oder sowas, dass man die Perspektive nicht beeinflussen kann, also heutzutage jedenfalls nicht mit einer normalen Kamera, sowas, dass die wieder aufgehoben werden. Also das ist schon ein ziemlich, ziemlich weites Feld, aber was in so eine kollektive Sehkonvention meiner Meinung nach fällt und das auch betrifft. Und in dem Bereich bewege ich mich, glaube ich, auch. Ja, ich wollte hier gerade noch einhaken. Ich glaube, das ergibt sich jetzt ganz gut, weil die Dame hatte vorhin ja gefragt über die Authentizität der Bilder auch, nicht? Da spricht jetzt bei Ihnen der Editor, weil Sie wollen ja aus einem riesigen Fundus
den Sie zunächst als Autor geschaffen haben, ne? Also das ist jetzt hier diese dritte Komponente als Editor, wollen Sie ja da an das Publikum herantreten, ne? Nun, bei einem Verlag ist es ja so, dass oft ein Gremium entscheidet dann, ja gut, jetzt bringen wir das oder das könnte besser ankommen, das andere Bild, das muss noch aufgepeppt werden, ne? Dass wenn Sie da jetzt als Einzelperson das alles in einen Griff kriegen wollen und Herr der Lage sein wollen, dann bedarf es ja eines geradezu administratokratischen Aufwands, der hier dann nur noch in Bits und so weiter erscheint. Also ich bin da ziemlich verblüfft, was hier auf dieser Buchseite, da haben Sie eigentlich gar keine Bilddeskriptoren mehr, sondern nur noch eben Buchstaben, ne? Wie das so gemacht wird. Also das finde ich ganz erstaunlich. Und da wollte ich Sie jetzt fragen, wie stehen Sie dazu, zu dieser Kennzeichnung von bearbeiteten Bildern mit diesem Kürzel M, manipulated, das ja eigentlich heute in der großen Datenwelt wieder angefragt ist, ne? Damit sich der Kunde und der Zuschauer nicht betrogen fühlt und er zum Beispiel weiß jetzt, was an dieser Vulkandarstellung, an dem Vulkan, was ist echt und was ist eben beschönigt oder so. Also vielleicht, wenn Sie da noch ein bisschen Stellung nehmen könnten. Ja, ich gehe mal auf die letzte Frage ein und versuche mal einen Rücksprung zu machen an dieses erste Bild von den Bierkrügen und dem Panorama von Passau und den Geweihen. Also das ist sozusagen, so wie Sie es beschreiben, so eine ganz ehrliche Fotografie, wo kein M rankommt. Ja, das ist mit einer Großbildkamera, also hoch auflösen, und trotzdem ist diese Großbildkamera geschiftet gewesen. Ja, die Bildkanten, die Türkanten, die links und rechts sind, sind parallel ins Bild gesetzt. Das ist also ein technischer Eingriff. Würde aber Ihrem Vorschlag nach eben trotzdem ein echtes Foto sein, weil nicht am Computer manipuliert wurde. Jetzt muss ich noch gestehen, ich habe auch das Licht gesetzt, weil das Licht in diesem Raum nicht so war, dass man das so fotografieren konnte, dass es so aussieht, als wenn das Licht einfach da ist. Ja, also das heißt, die Manipulation in der Fotografie ist so alt wie die Fotografie selbst. Also wir kennen diese ganzen klassischen Beispiele, dass im Politischen, also zu Propagandazwecken, ohne Ende manipuliert wurde. Da wurden die eben ganz groß vergrößert, dann kamen die Retuscheure, haben gekratzt, haben Leute rausgeschmissen, die nicht reinpassten. Deswegen finde ich das schwierig, wenn man jetzt auf einmal an eine bestimmte Art von Bildern ein M machen würde, als manipuliert, würde das nämlich gleichzeitig irgendwie behaupten, dass die Bilder, die kein M haben, nicht manipuliert sind. Und das gibt es einfach bei Fotografie nicht. Und meine Aufgabe ist es jetzt auch nochmal, weil wir jetzt schon anderthalb Stunden reden, einmal das zusammenzufassen. Und das ist jetzt nicht mit dem Künstler abgesprochen, dass ich das tun wollte, aber weil wir in der Form quasi das jetzt so dialogisch erzählt haben, dachte ich, warum haben wir Jörg Sasse eigentlich eingeladen in diesem Kontext der Medienspezifik? Und das, finde ich, muss man jetzt quasi nochmal ganz doll unterstreichen. Wir haben einen Künstler eingeladen, der sich mit dessen Werke auf der Technik der Fotografie basieren, die sich aber von Anfang an damit beschäftigen, wie dieses Medium eigentlich funktioniert, wie es Bilder einem Betrachter zur Verfügung stellt und das auf eine sehr stark selbstreflexive Weise tun. Also das, was die Frau Dogramacsi gerade auch noch mal gesagt haben, die Frage nach der Inkorporation der Bilder. Das heißt, in dieser Tischdecke mit einer Fototapete hinter oder einem Bild, einer Fotografie von Passau im Sonnenuntergang mit Bierkrügen davor, auf denen Bilder drauf sind. Also und all das
fasst die Fotografie dann ja noch zusammen. Also sie arbeitet auch an der Zweitverwertung anderer Bilder. Und das war uns irgendwie wichtig zu zeigen, dass das riesige, fließende Grenzen zur Mediengeschichte und zur Geschichte der Kunstgeschichte hat. Und das könnte man jetzt, um das so ein bisschen leichter zu fassen, zu sagen, dass wir hier ja mit einem semi-abstrakten Bild von Thomas Scheibitz, was nochmal die Ideen der Moderne irgendwie seit den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts aufzugreifen, versucht ja eigentlich eine endlose Reaktion auf die Fotografie gewesen ist, weil die Malerei sich ja erst quasi neu erfinden musste, ja, als im 19. Jahrhundert die Fotografie erfunden worden ist. Und das ist eben, und sie tut dann eben das, was die Fotografie nicht kann, Farbe und Abstraktion. Also seit den 1860er Jahren Impressionismus und das, was dann kommt. Und dann haben wir auf der anderen Seite Inge Dick, das sind Großpolaroids, und die beschäftigt sich eigentlich nur mit dieser Thematik, wie Licht in fotografischem Material dargestellt wird. Also die Fotografie hat dann doch wieder gelernt, abstrakt zu sein und etwas darzustellen, was eigentlich gar nicht darstellbar ist, auch mit der Malerei nicht. Und in diesem Spektrum hat die von dieser langen Geschichte der modernen Malerei bis hin zu einer Fotografie, die eigentlich keine Fotografie mehr ist, außer rein technisch ist sie noch eine Fotografie. In diesem riesigen Spektrum bewegt sich ja die Arbeit von Jörg Sasse. Und ich finde es auch interessant, dass es gab sozusagen so ein bisschen aufgeregte Reaktionen dazu, das finde ich, und da bin ich ja eigentlich sehr überrascht dazu, dass die Bildmotive selbst eigentlich banal sind, ne? Oder so würde ich das jetzt mal beschreiben, oder dass die Art der Intervention des Künstlers in Bezug auf das Bild irgendwie banal sind. Also man macht einen Weg ein bisschen glatt und das ist dann so wie ja, und das ist jetzt alles, dass der Weg so ein bisschen glatt ist. Also was mich erstmal überrascht, weil wir es im Museum natürlich gewohnt sind, dass dass von so einer Duchamp'schen Geste des Ready-Mades, wo noch niemals mehr bearbeitet wird, sondern einfach nur hingelegt wird, lange Tradition hat. Und jetzt könnte man heute unseren Tag in Bezug auf die Fotografie eigentlich eher dazu so weit zusammenzufassen, wie unsere anderen Abende geendet haben, dass eigentlich jedes einzelne Thema, das wir in der Reihe der Medienspezifik angesprochen haben, eine ganze Vortragsreihe erfordert. Also es sind hier viele Fragen entstanden, wo man das auch nicht zumuten kann, dass jetzt sozusagen ein einzelner Künstler das alles beantworten kann, wohin uns die Digitalität der Bilder für die Verfügbarkeit der Bilder, und in dem Sinne enden wir mit vielen Fragen in Bezug auf die Medienspezifik, und ich darf mich bedanken, dass Sie gekommen sind. Ich darf mich bei dem Veranstalter bedanken, das Goethe-Institut und die Karin Althaus für das Limbach-Haus, und nicht zuletzt und natürlich am wichtigsten für Jörg Sasse, dass er gekommen ist und uns etwas über seine Arbeit erzählt hat. Vielen, vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal.